Hallo liebe Familien, hallo liebe Kinder, schön, dass ihr wieder dabei seid zu unserem Emmanuel Kids Online-Gottesdienst. Letzte Woche ging es ja darum, dass Gott eine eigene Telefonnummer hat, die wir jederzeit anrufen können, wenn wir Hilfe brauchen. Und, habt ihr es gemacht? Habt ihr es ausprobiert? Ich habe es ausprobiert und ich muss sagen, es hat mir echt geholfen, zu wissen, hey, Jesus ist immer erreichbar für mich. Und dafür wollen wir Gott jetzt einfach auch Danke sagen im Lobpreis, dass er uns jetzt die letzten zwei Wochen gut begleitet hat, uns geholfen hat, uns zugehört hat, wenn wir ihn angerufen haben. Das ist nämlich auch was, wofür wir Gott im Lobpreis Danke sagen können. Und danach schauen wir weiter, was Frieda heute wieder Neues lernt.
du bist gut, du bist gut. Deine Liebe hat kein Ende, Ende, Ende. Du bist gut, du bist gut, du bist gut. Du lässt mich nie allein. Du lässt mich nie allein. Und das ist für dich. Willst du noch einen anderen oder gefällt dir dein Cowboy-Hut? Dieser gefällt mir. Also du magst den. Welchen soll ich aufziehen? Zeig mal drauf. Der? Ja. Der. Okay, dann ziehe ich den auf. Schau mal, ob das mit dem Telefon funktioniert. Vielleicht kannst du mich ja so anrufen. Musst was wählen. Hallo? Hallo? Wer ist da? Ich bin's. Du hast kein Telefon. Ja, funktioniert auch so. Ein tolles Telefon. Aber jetzt würde ich noch was lesen. Geht ihr in euer Zimmer weiterspielen? Ja. Dann ging Johannes mit allen, die Gottes Vergebung suchten, zum Ufer des Jordan. Hallo Frieda. Ah, hallo Papa. Grüß dich. Und wie geht's dir? Wie war die Arbeit? Oh, ein bisschen stressig. Ich bin froh, dass ich jetzt zu Hause bin, aber sonst eigentlich okay. Wie schaut's bei dir aus? Ja, ich habe mich wieder mit der Anna vertragen. Hey, super. Ja, ich bin zu ihr hingegangen, hat mich entschuldigt. Ja, sie hat doch erst gesagt, ja, dass sie sich wirklich, ja, dass sie das verletzt hat, was ich ihr gesagt habe. Aber ja, dann hat sie mir vergeben und ja, hat sich dann auch noch für Sachen entschuldigt, die sie gesagt hat. Und ja, das danach waren wir wieder Freunde und haben noch gespielt. Cool. Da hat das Gebet ja richtig was bewirkt. Ja. Finde ich klasse. Und ja, dann habe ich auch noch für andere Sachen gebetet, als ich im dunklen Angst hatte. Und dann hat mir Gott auch geholfen, dass ich da keine Angst mehr hatte und auch für ein paar andere Probleme in der Schule und ja, bei ganz vielen Sachen hat mir Gott einfach geholfen, als ich ihm gebeten habe. Ja, also da hat das Gebet wirklich weitergeholfen. Ich glaube, dass einfach, dass man da sieht, dass Gott echt treu ist. Aber wo du das erzählt hast mit der Anna, dass ihr euch da nicht gleich verstanden habt, ist mir auch noch ein Punkt gekommen, dass ich glaube, dass manchmal es auch ein bisschen länger dauert, bis wir am Ziel sind. Und ich glaube, manchmal möchte das Gott auch, dass wir einerseits an ihm dranbleiben und dann auch was tun. Hattest du heute auch so einen Moment? Oh ja, wir hatten auch ein bisschen stressige Situation. Das war so, ging so um die Zusammenarbeit der verschiedenen Abteilungen. Da haben sich auch mehrere Personen nicht richtig verstanden. Und ich war so ein bisschen außen vor und habe so in Gedanken gebetet und gesagt, Gott, Mensch, hilf bitte da. Und die müssen sich doch vertragen. Und das hat sich dann eigentlich auch relativ schnell wieder gelöst. Da war ich ganz verblüfft, bin ich auch total dankbar. Also auch da bewirkt Gebet was. Ja. Ja, aber man kann ja jetzt dann im Prinzip einfach für alles beten und Gott gibt es einen dann? Oder wie ist das? Ja, ich denke, es ist sicherlich auch nicht so zu verstehen wie eine Wunschmaschine. Ne? Also das hatte ich ja gerade gesagt, manchmal hat man auch eine Aufgabe irgendwo dabei, dass Gott auch möchte, dass man was tut. Hm. Wie zum Beispiel für deinen Geburtstag, fällt mir gerade ein, der jetzt da in Kürze kommt. Wenn du möchtest, dass eine gewisse Freundin da teilnimmt, die Anna zum Beispiel, dann musst du die ja auch einladen. Du kannst nicht nur sagen, ich möchte, dass die kommt. Ja, du kannst zwar beten dafür, ne? Aber du musst auch was tun dafür. Ja. Oder für die Schule zum Beispiel. Du kannst um Hilfe bitten, wenn du in Mathe dich nicht auskennst, aber du musst dich auch hinsetzen und ins Buch schauen. Ja, das stimmt. Ich kann Gott darum bitten, dass er mir hilft, dass ich die Sachen gut lernen kann und gut verstehen kann. Aber ich muss mich trotzdem noch selber hinsetzen. Ja. Genau. Und was auch noch ein wichtiger Punkt ist, da haben wir auch noch gar nicht dran gedacht. Mir ist auch wieder der
unser Psalm eingefallen, ne? Weil gerade das Jesus-Telefon hier steht. Ja, da habe ich vorhin mit meinen Geschwistern gesprochen. Ja, weil wenn du dich erinnerst, was in dem Psalm drin steht, da war ja nicht nur gestanden, rufe mich an in der Not, dann werde ich dich erretten, sondern da war auch gestanden, und ich möchte, dass du mich dafür preist. Du sollst mich preisen dafür. Das heißt, Gott möchte auch unsere Dankbarkeit. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, dass wir nicht nur konsumieren und sagen, oh, ist alles super gelaufen, sondern es gehört auch dazu, dass man auch Danke sagt. Ne? Also lass uns das doch gleich anwenden, was in der Bibel steht. Lass uns doch gleich dankbar sein. Klar, komm doch mal rüber auf unser Gebetssofa. Ja. Das ist doch ein guter Gedanke, weil es gibt so viele Sachen, für die man danken kann. Ja. Schon mal drüber nachgedacht. Wir haben eine intakte Familie, wir haben eine schöne Wohnung, wir haben jeden Tag zu essen, da kriege ich gleich fast ein bisschen Hunger. Ja. Für meine Geschwister bin ich auch dankbar. Ja. Genau, genau. Ja. Willst du anfangen? Ich fange an. Hey, ich danke dir. Ich danke dir für den Tag, den du gemacht hast. Für alle Hilfe jetzt in der Arbeit, gerade in dieser problematischen Situation. Für alles, was du heute für uns geführt und geleitet hast, Herr. Und ich danke dir einfach. Ja, Gott, ich danke dir, dass ich jetzt einfach meinen Streit mit der Anna klären konnte, dass du mir da geholfen hast und dass der Papa jetzt auch wieder von der Arbeit zu Hause ist und ja, dass er überhaupt eine Arbeit hat und ja, Geld verdienen kann. Ja, und ich wirklich nochmal danke, dass ich Freunde habe zum Spielen und dass ich ja, eine Schule besuchen kann und was lernen darf. Amen. Und danke für den super Weg meiner Tochter. Danke für den super Weg von dem. Aber ich habe jetzt Frieden. Hunger. Hast du Hunger? Okay. Ich habe Hunger. Du, dann lass uns einfach was essen. Hat die Mama eingekauft? Ja, die war vorhin einkaufen. Okay, und was wollen wir kochen? Hast du einen Vorschlag? Spaghetti Bolognese. Sehr gut. Spaghetti Bolognese kann ich mir sehr gut vorstellen. Dann gehe ich jetzt einfach mal in die Küche. Und ich hole meine Geschwister. Genau. Und schau mal nach. Weißt du, ob noch Parmesan da ist? Dieser geriebene Hartkäse. Das müsste die Mama vorhin mitgebracht haben. Okay. Und ganz wichtig ist das Eis. Ja, ich will mein Himbeereis von gestern noch essen. Okay, und bis für dich hole ich dann Stracciatella. Ja, Kinder, da hat Frieda heute wieder auch was Wichtiges gelernt, was wir als Helden Gottes auch nicht vergessen dürfen. Jetzt hat sie zum einen gelernt, Gott ist immer erreichbar, wenn sie ein Problem hat und Gott hört ihr auch zu und hilft ihr auch dabei. Aber es ist trotzdem ganz wichtig, dass wir Gott dafür auch Danke sagen, wenn er uns hilft. Und nicht nur, wenn er uns geholfen hat. Gott ist einfach so gut zu uns und er ist immer da und versorgt uns mit allem Wichtigen. Und deswegen ist es ja eigentlich auch nur fair, wenn wir dafür auch Danke sagen zu Gott. Und wir können das im Gebet tun, wir können das aber auch im Lobpreis machen. Zum Beispiel, wenn wir sonntags im Kindergottesdienst sind oder im Erwachsenengottesdienst, singen wir auch immer wieder Lieder, um Gott Danke zu sagen dafür, dass er uns beschützt, uns hilft beim Kämpfen und uns versorgt mit allem, was wir brauchen. Und das ist etwas, das ist sehr wichtig, Kinder. Und da freut sich Gott drüber. Und das will ich gleich noch mit euch zusammen machen. Jesus, danke, dass du uns versorgst. Danke, dass du gut bist. Und danke, dass du jeden von uns ganz genau kennst. Danke, dass du jedes Kind kennst, jedes Kind lieb hast. Und ja, danke, dass du ein guter Gott bist. Danke, dass du ein guter Freund bist und immer bei uns bist. Amen. Okay, Kinder, dann sehen wir uns in 2 Wochen wieder bei unserem nächsten Gottesdienst. Ich wünsche euch bis dahin eine gute Zeit. Tschüss.